Da sind wir wieder. I can't get no satisfactory. Auch schön. Okay, wir haben ja richtig Pech gehabt mit einer Folge, die uns komplett verloren gegangen ist. Du hast Pech gehabt. Und da gab es ja das Erklärvideo. Da bin ich hier rumgerannt, habe alles erklärt, musste das im Übrigen zweimal aufnehmen, weil ich aus der Schmelze vorne einen Constructor gemacht hatte. So, und jetzt an der Stelle die Frage, wie geht's weiter? Ich denke mal, du willst hier weiter hochbauen. Naja, ich will die Produktion von den Teilen, die jetzt hier unten noch läuft, nach oben verlegen. Da habe ich dann gleich mal eine Frage. Finde ich sehr vernünftig. Wie ist denn das, was hinten rauskommt? Also quasi willst du die Container dann noch eine Etage höher stellen? Nee, eigentlich würde ich gern alles wieder dann nach unten bringen. Okay. Das wäre eigentlich... Weil ich habe mir überlegt, wir müssen die Container ja leeren. Später dann automatisiert mit dem Zug, im Moment noch von Hand. Und da macht das ja keinen Sinn, wenn die in der dritten Etage sind. Aber es ist richtig cool, hier zuzugucken, wie... als ob du so irgendwas nimmst und gegen die Luft schmeißt und wuff, 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 kommen die Felder dann plötzlich an. Das ist sehr cool. So. Ja, komm. So, da ich nicht abgespeichert habe beim Erklärvideo, muss ich jetzt mal schnell zu den Biomasseproduktionen stellen, weil die waren, als ich danach geguckt hatte, schon relativ alle, da muss neue Biomasse rein. Damit uns hier der Strom nicht ausgeht, das mache ich mal gerade eben. Ich meine, jetzt habe ich das hier hochtransportiert. Mhm. Ich überlege aber, weil ich jetzt ja zu weit hinten bin. Ja, ich sag ja, die Halle wird wahrscheinlich noch viel größer sein müssen. Oder du musst quasi das Förderband, was dann oben rauskommt, wieder retour zurückleiten. Die Frage ist, wie komme ich jetzt darauf? Ja, es gibt doch eigentlich auch Treppen, oder nicht? Ja, aber die sind so... Treppen. Treppen. Weil wir haben ja festgestellt, wir können mit diesem Förderband nicht fahren, weil wir da immer hängen bleiben. Das ist richtig. Vor allem, wo mache ich die Treppe hin? Also ich muss ja erstmal nur so rauf. Es muss ja jetzt nicht ästhetisch ansprechen. Nee, außen, ne? So. Das und hier kommt das rein. Jawohl, das läuft. Und ich werde mich um Kupfer bemühen. Weil wir werden... Ach so, genau. Wir brauchen ja einen neuen Meilenstein. Wir sollten vielleicht die erste Stufe mal abschließen. Da gibt es jetzt mehr Inventarplätze und mehr persönliche und noch eine persönliche Aufbereitungsbox, bevor wir dann die Stufe 2 weiter ausbauen. Dann haben wir schon mal eins fertig. Weil wir kommen sowieso erst zum übernächsten, wenn wir alle Stufen durch haben. Weißt du, was das Schöne an diesen Treppen ist? Kein Geländer. Ach so? Ach so, ja. Muss ich noch einen? Oh Gott. Oh Gott, da habe ich genug. Und Platten? Ah, ich habe keine Platten. Brauche ich da eigentlich normale Platten oder? Ja, normale Eisenplatten, 100. Na, die können wir ja eben herstellen. Eisenplatten. Oh, kann ich wohl nur 99 herstellen von. Mist. Echt, da fehlt mir dann eine einzige Eisenplatte. Ist das wahr? Ich hätte mir eben von hinten Eisenbarren mitnehmen sollen. Ja, tatsächlich. Gucken wir mal. Wir haben doch schon Eisenplatten in Produktion. Brauchst du doch nicht selber herstellen. Ja, stimmt. Aber ich hatte... Ich hab die Treppe blöd gebaut. Ja, warte mal, ich komm mal gucken und dann kann ich mir noch eine einzige Eisenplatte brauche ich noch. Die muss ich mir jetzt mal eben holen. Stimmt, das hatte ich total vergessen. Wir haben ja alles schon produziert. Brauchen wir eigentlich nur abholen. Kann ich auch mein Inventar mal leeren. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie du da Treppen baust. Nur die reiße ich gerade wieder ab, weil die falsch sind. Okay. Es sieht cool aus. Naja, wir brauchen auch hier unten mal eine Treppe, dass wir nicht immer bis zum Ende rennen müssen.
Jum. Hä? Gar keine Treppe zu sehen. Falsch. Vor allem Gronkh hat sich übelst einen abgebrochen mit der Treppe. Ich finde die super einfach. Ja, ne? Also jeder baut ja irgendwie anders. Jetzt habe ich echt alles nehmen gesagt. Jetzt habe ich 377 Eisenplatten im Inventar. Naja, gut. Nee, ich brauche auch noch welche. Mir gehen sie nämlich langsam aus. Ja gut, wird ja ständig weiter produziert. Dann bauen wir jetzt nämlich diesen Meilenstein und dann haben wir erstmal 5 Inventarplätze mehr. Das ist schon mal ganz wichtig. Ich hätte oben anfangen sollen. Ja, sofern ich das hier gestartet habe, komme ich mal und gucke mal, weil das will ich auch wissen, wie Treppen funktionieren oder wie man die am besten baut. Ja, die Treppe ist jetzt oben falsch angekommen. Deswegen muss man eigentlich oben anfangen, aber das geht nicht so richtig. So. Richtig doof. Wand. Und er startet wieder. Gut. Ich kann also eine weitere... Jeder kann jetzt seine persönliche Aufbewahrungsbox auch noch bauen und irgendwo hinstellen. Cool. Ja, und vor allem unser Inventar ist etwas größer geworden. Das finde ich sehr gut. So. Ich bin hier nur am Rennen. So. Jetzt gucken wir mal. Wo du bist? Du bist da hinten. Kann die da oben nicht dran knüpfen? Warte mal, das ist ja das ist richtig dämlich. Ich weiß nämlich nicht, wie ich jetzt hier anfangen muss, dass das passt. Oh. Ich habe echt keine Ahnung, wie das jetzt hinhaut. Okay. Huch. Oh, perfekt. Ja, fast. Geht schon erstmal. Ist jetzt nicht schön, aber... Gott, das wird, da wird einem ja schwer... Oh Gott, ist das hoch. Wenn man hier runterfällt, wir brauchen doch Geländer. Aber die Tür ist immer noch zu weit. Hier, ich brauche eigentlich hier nochmal... Das muss eigentlich noch weiter nach hinten, weil das Förderband muss jetzt hier von der Wand erstmal weg. Also, das Förderband kommt hier hin. Hier hin. Du könntest es... eigentlich doch dann quasi um die Ecke, um die hier wieder zurücklaufen nicht lassen. Genug Eisenplatten. Hier, Eisenplatten, ich. So, Schwein gehabt, wollte gerade runterspringen. Nein, hier, 100, 200, 299. Ja, reicht. Und 70, ne, jetzt hast du alle. So, jetzt kann ich hier so machen. Dann kommen wir da nicht mehr durch. Kann man drüber springen. Aber was hältst du davon, wenn du das hier vorne einfach um die Ecke... Wie um die Ecke? Naja, hier, wo ich bin, jetzt quasi wieder zurückfahren lässt. Weißt du, was ich meine? Ich find's ein bisschen blöd. Du kommst in die Tür rein und musst gleich da rumspringen. Ja, die Tür muss sowieso noch weg. Die ist sowieso blöd. Meinst du jetzt hier lang, oder was? Ja, genau. Nein, falsche Richtung. Ja, genau. So. Und dann führen wir es zur Tür wieder raus. Meistens aus dem Fenster. Genau. Das ist doch eigentlich... cool mit diesen Wänden. Das ist total cool. Auch, dass das ja platzsparend jetzt ist hier. Wenn das hier zurückgeführt wird, kannst du jetzt hier... Du willst jetzt quasi den Constructor hier hinstellen. Also hier oben hin. Genau. Das Problem ist so bauen, dass man ähnlich wie mit den Schmelzern jetzt sozusagen mehrere Sachen... Mhm. Also du musst mehrere Constructor hier hochbauen und du brauchst aber auch mehrere Förderbänder nach oben. Das ist ja nur eins. Das ist... ja, das ist eben die Frage. Weil sonst wird es wahrscheinlich sich wieder stauen oder zu langsam hochgehen. Das haben wir hier unten. Mit Konstruktoren hier unten abreißen. Boah, hier hat man ja eine echt schicke Aussicht. Und hier vorne
kann man Dampfgarn sozusagen. Ja. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, weil Sie werden gedampfgart. Gott sei Dank habe ich einen Anzug an. Was ist das? Alles wegreißen. Wie kommt man denn da hin? Das würde mich ja mal interessieren. Wahrscheinlich muss man da auch so eine Schräge bauen, dass man da hochkommt. So, jetzt kommt das Eisen nach oben. Hast du es jetzt unten schon angeschlossen? Tatsächlich, da kommt's. Zumindest an einer Kiste, ja. Sehr witzig, wie das da hoch. Ja. Ja, jetzt ist halt die Frage, ne? Wie machen wir es mit der anderen Kiste? Merchen wir die und machen das dann? Naja, das wird dann wahrscheinlich zu... Ja, wir müssen es dann hier oben halt auch wieder trennen. Ist ja alles möglich. Aber ist die Frage, ist der Fluss dann genug? So. Fällt es jetzt runter oder stoppt es? Na, dann versuche ich mir das zu merchen. Stoppt. Es stoppt, ja. Ja. Ein Merger. Der muss mergen nach da. Also, dass du quasi wirklich bloß eine Strecke hast, die nach unten, nach oben geht. Na, erstmal. Das sieht ja abenteuerlich aus. es hat was von einem Paketverteilcenter oder so. Okay. Oh, hier ist schon alles leer. Keine Constructor mehr. Nee, wir haben mich in der Tasche. Auch schön. Ah, die Treppen da, ich glaube, früher oder später gibt es auch, glaube ich, einen Fahrstuhl. Ah, apropos. Ich renne mal zurück und werde den nächsten Meilenstein reinpacken. Ja, das wäre wirklich gut. So, jetzt ist die Frage, wie setzen wir diese Konstruktoren hin? Naja, so, du musst ja auch wieder rechnen und du brauchst ja auch wieder ein Förderband nach unten. Irgendwie. Mal gucken, was es jetzt gibt. Latsch, Latsch, Latsch. Latsch und Bommel. Da fliegt ja wieder der schöne Manta-Rochen. So. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Also. Stufe 1 ist fertig. Stufe 2. Wir könnten jetzt eine Teilmontage machen. Dann könnten wir einen Manufaktor erstellen, der quasi sowas automatisiert, Kabelproduktion und ähnliche Sachen. Oder möchtest du Sprungflächen haben? Oder Gehwege? Was ist denn ein Gehweg? Schließt sich an Fundamente und andere Gehwege an, speziell für die Fortbewegung von Personen gedacht. Okay. Gehweg mit Kreuzung. Ist das dann so ein Laufband, was dann automatisch geht? Nee, das ist ein Gehweg. Also auch einfach nur so. Okay. Ein Gehweg. Farbpistole, glaube ich, können wir bis zum Schluss machen. Die brauchen wir erstmal noch nicht. Ja. Ich glaube, wir fangen mal mit dem Manufaktor an, weil ich das, glaube ich, ganz gut finde. Das könnten wir dann nämlich eigentlich oben in die Produktion sogar mit eingliedern. Na, mal sehen. Ein Rotor. Ja, alles andere können wir noch nicht. Gut. Dann wählen wir jetzt diesen Meilenstein aus. Ich brauche... Oh, ich brauche alles. Eisenplatten. Ich
brauche Eisenplatten, ich brauche Eisenstangen, ich brauche vor allem aber Kupfer. Da renne ich jetzt erstmal zu unserer Kupferproduktionshütte. Die andere gute Frage ist, wie kriege ich den Strom hier rauf? Ja. Naja. Nein, ich habe nicht genug Grad. Also ich glaube, man kann durch Foundations durchstromen. Durchstromen? Durchstromen. Na, ich bin gerade auf dem Wege zum Kupfer und dann werde ich auch Draht herstellen. Da kann ich dir dann welchen geben. Den brauchen wir auch für den Meilenstein. Jo, jo, jo. Nee, das geht nicht durch. Geht nicht durch. Dann kannst du eigentlich nur von außen irgendwie Kabel nach oben. Also ich meine, wenn du einen Strommast direkt vor der Halle platzierst, dass du dann die Kabel nach oben und oben halt auch einen Strommast hinstellst. Warum sollten die Kabel nicht auch schräg hochgehen? Ja, klar, prinzipiell. Sieht ziemlich beeindruckend von hier aus, muss ich sagen. So, ich warte mal, bis der Kupferminer weiter ist. 30, ja, das reicht nicht hinten und nicht vorne für Kabel. Brauchst du Kabel oder Draht? Dröt. 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 Haben Sie noch Dröt? Oh, es gibt hier noch so viel zu entdecken. Es gibt ja sogar, habe ich gesehen, Leute, die sich die Mühe gemacht haben und die ganzen Fundorte kartiert haben. Und eine Karte erstellt haben, wo du seltenes Quarz findest und sowas in der Richtung. Ist zwar alles sehr schön, aber finde ich dann auch wieder ein bisschen langweilig, sage ich mal. Wenn ich weiß, wo was ist und ich nichts mehr suchen muss. Was ich richtig blöd finde, ist, dass man Maschinen nicht untereinander verbinden kann mit dem Kabel. Das ist... Ach so, Strom von einer Maschine zur nächsten, meinst du? Ja, das geht irgendwie nicht. So, ich habe sie jetzt erstmal provisorisch verbunden. Okay. Jetzt sind sie hier oben und produzieren... Kommen wir mit dem Strom dann noch hin? Ja, gut. Ist ja nicht mehr, ist ja nicht mehr oder weniger als vorher. Wir sehen nur noch die Container. Ach du Scheiße. Ich hab grad die Container abgebaut und dann sammelst du ja alles ein, was in den Containern drin ist. 600 Eisenrohre eingesammelt. Oh, ich bräuchte 297 Eisenrohre und 300 Eisenplatten. Ah, tut mir leid, die sind geradeaus. Kriegen wir auch nicht mehr rein diese Woche. Nee, müssen sie bis nächste Woche machen. Genau, kommen sie nächste Woche wieder. Die Frage ist bloß, wie mache ich das denn jetzt? Was denn? Ach, wieder runter meinst du? Naja, ich würde sie erstmal hier oben, aber... Ist eigentlich blöd. Eigentlich ist es total blöd, weil du musst jedes Mal die Treppen hochhechten, um dann an das Material zu kommen. Nee, eigentlich müssen die Container wieder runter. Was natürlich bedeuten würde, du könntest ja auch ein Fließband, also ein Laufband quasi... Ich habe eine Idee. Ich baue das nochmal um. Ich baue mehr Foundations. Viel mehr Foundations. Weil so ein Fließband runter kann ja auch außen am Gebäude lang gehen. Das ist richtig, aber wenn da schon ein Fließband innen ist, dann kriege ich es nicht außen hin. Also zumindest mit dem, was wir haben, noch nicht. So. Latsch und Bommel. So. Den Konstruktor. So, dann bauen wir den Konstruktor mal hier hin. In this Direction. Das gucke ich mir jetzt mal.
falsch rum. Schön. Mal. Ein Konstruktor. So. Na, wir machen das jetzt mal anders. Wir machen das jetzt mal anders. Ich folge jetzt mal dem Rohstoff. So. Das ist die Rohstoffführung. Hier wird also gemint. Hier seht ihr noch das rohe Erz. Das kommt hier rein. Wird dann weiterverarbeitet. Nee, Quatsch, wird weiter transportiert hier rein. Oh, da kann ich sogar mal hochspringen. Hier wird es rein theoretisch geteilt, aber momentan läuft nur eine Produktionsstrecke. Hier wird es dann geschmolzen. Ich bin gerade bei den Schmelzern. Dann geht es weiter in die Container. Hier wird es dann hinzugeführt und dann fährt es ab nach oben. Da ich mit dieser Förderbandsache da leider nicht fahren kann, muss ich jetzt ganz viele Treppen hochlaufen. Und wenn man crouchen könnte, dann würde man ja da durchpassen. Ja, ja. Und die Preisfrage ist, wissen alle, was crouchen ist? Gott. Ja. Also diese Treppen nerven mich jetzt schon. Dabei bin ich... Wir müssen auf jeden Fall einen Weg finden, wieder das Zeug nach unten zu schaffen. So. So, also das kommt jetzt hier an und wird hier aufgeteilt. Ah, okay, aber das... Rechts sind die Eisenstangen und links sind die Eisen... Das sieht aber... Das kann man jetzt ein bisschen weiter durchziehen halt. Das ist eigentlich nicht verkehrt. So, und dann habe ich halt gedacht, dass man auf den hinten am Ausgang... Also theoretisch könnte man jetzt hier einen Konstruktor noch hinstellen, hier einen Konstruktor. Es ist halt die Frage, ob man... Wie die Kapazitätsgrenze von so einem Fließband ist. Das muss man dann mal halt alles austesten. Also theoretisch würde jetzt hier noch ein Konstruktor hinkommen, da noch einer, dann läuft das hier raus, splittet sich wieder auf und so weiter. Naja, und jetzt. Dann kann man die hinten, die Enderzeugnisse wieder zusammen fusionieren und halt transportieren. Naja, nicht nur das, nicht nur das. Die Frage ist halt, baut man aus Metallstangen und Platten etwas? Man könnte ja zum Beispiel auch Schrauben mal herstellen und könnte dann einen Manufaktor hier oben positionieren, die haben wir ja dann quasi, und könnten daraus verstärkte Metallplatten, die wir ja auch immer wieder brauchen, automatisch produzieren lassen. Also ich würde auch gern Schrauben automatisch produzieren lassen und später würde ich das Ganze mit Kupferdraht und Kupf und Kabel halt auch gerne machen, so wenig wie möglich, dass wir nur noch manuell machen müssen. Ja, sowieso. Das ist klar. Da müssen wir halt bloß noch eine Überlegung finden, wie wir sie dann wieder runterbringen. Ja, das ist momentan noch der Punkt. Naja, momentan haben wir nur Eisenstangen, Platten, verstärkte Platten und Schrauben. Aber wer weiß, was noch kommt. Eben. Das ist mit Sicherheit noch nicht das Ende. Das sind Eisenbarren... Ach, du nimmst die jetzt immer manuell raus, die Stangen? Nee, ich habe noch gar nichts gemacht bis jetzt. Okay, weil die werden ja irgendwie produziert, aber... Ja, das lagert ja ein Stück ein, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das mit den Kisten gerade machen soll. Könnte ich da nämlich welche rausnehmen? Man müsste eigentlich einen Teil abzwacken und einen anderen Teil behalten, um den halt weiter zu verarbeiten. Also du müsstest quasi, was du unten fusionierst, hier wieder mit dem Fließband trennen. Mann, ist das kompliziert. Naja, das ist nicht so einfach, das ist richtig. Ah gut, ich wollte jetzt, warte mal, ich habe jetzt, wie viel habe ich jetzt? 50, oh Gott, 50 Eisenstangen, ich brauche 300. Naja, gut. Und er hier hat... 100 Eisenplatten, die kann ich mir aber schon mal mitnehmen. Weil ich brauche 300. Bitte eine Wand. Huch. Oh, wenn wir noch höher bauen, können wir den Mantelrochen von unten streichen. Streicheln. Streichen. Dann streich ihn mal. Ja, wir haben ja demnächst eine Farbpistole, dann streiche ich ihn irgendwie lila oder so.
Wow, jetzt hätte ich mich beinahe wieder selber ins Fließband gebaut. Nein, das ist nicht gut. Oh, da kommen sie angerollt. Und damit habe ich jetzt 70. Oh, ich brauche 300. Mal gucken, wie weit er ist. 19. Oh je, oh je, oh je. Okay. Ich weiß, was du meinst. Okay. Was denn? Nee, nee, ich sehe, das sieht richtig cool aus. Wie die hier fertigen Sachen wieder runterfahren. Ja, das Problem ist, es blockiert natürlich jetzt den Pool, nicht unbedingt. Wieso? Der Weg rauf ist ja nach hinten gelagert. Ja. Warum stockt? Wer hat denn hier Schrauben reingepackt? Wo Schrauben? Das sind auf dem Fließband sind Schrauben. Wer hat denn hier Schrauben reingepackt? Oh. Das ist immer nicht so gut. Weil jetzt die stecken nämlich jetzt fest, weil. Echt? Schrauben? Aber ich hatte doch gar keine. Ich hab sie da nicht reingepackt. Hm. Oh, tatsächlich. Wie kommt denn das? Ich hab da keine reingepackt. Nehmen wir die jetzt hier runter, das ist jetzt ja. Na toll. Warte mal. Jetzt komme ich nicht mehr ran. Huch. Weil dadurch bleibt jetzt alles stehen, weil dann die natürlich nicht weiter. Ja. So oben einsammeln und schiebt es sich sehr nach. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, man muss nach oben gehen. Wieder die Treppen. Oh. Ich will einen Fahrstuhl. Oder einen Sprungpott. Obwohl, nee, springen kann ich ja nicht gut. Insofern würde ich dann wahrscheinlich ständig gegen die Wand krachen. Gott sei Dank, oben. Oh toll, jetzt steckt da genau ein Schraubending hin in dem Konstruktor, da komme ich nicht mehr ran. Super. Der blockiert alles. Muss ich den ganzen Konstruktor dafür abreißen. Hat er auch? Nee, da Gott sei Dank noch nicht. Hä? Wieso kann ich den denn nicht nehmen? Die nehmen ja auch gar kein Ende hier. Ja, ich hab's ja unten schon rausgenommen. So, jetzt. Wehe, du legst da nochmal Schrauben rein. Ich kann mir das nicht erklären. Du hast quasi unsere Maschinerie sabotiert. Das ist eigentlich nur ein Belastungstest gewesen. Toller Belastungstest. Mhm. Ne, ich kann es mir selber nicht erklären, wie, weil ich hatte gar keine Schrauben mehr großartig. Oder doch, ich weiß es nicht. 10 Schrauben habe ich jetzt wieder, ja, irgendjemand klar. Muss sie da reingelegt haben. Ja, ja. Die ganze Zeit hier oben. Ja, dann werde ich das gewesen sein. Tja. So, huch. Okay, dann nehme ich jetzt mal. Hier welche raus. Die Frage ist. Warum hat er keinen Strom hier? Also Biomasse habe ich gerade erst nachgelegt gehabt. Ein Schmelzer ist jetzt ausgefallen, weil wir keinen Strom, gar nicht einen Strommast bauen. Ja, einen kann ich noch. Das Problem ist, an einen Strommast kannst du immer nur 4 Kabel hängen. Mit Schluss. Super. Vielleicht gibt es mal verbesserte Upgrades. I think so. Hä?
Jetzt kommt hier. Coaching Others Clearance. Was meinst du damit? Keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Irgendwas ist im Weg, ich kann den Schmelzer da nicht anschließen. Vielleicht muss man die Wand auch wegreißen und kann die Wand erst nachträglich dazwischen ziehen. Ist nicht. 134, oh Mann. So. So, packen wir da wieder Reiche rein. Gucken wir mal, der wird hier gerade stoppen, weil voll. Constructor. So ist das doch auch schön. Ich stehe hier und warte. Hey. Ja, ich brauche die hier. Deine Motorsäge dabei? Ja, klar. Mach mal den Baum hier weg, der nervt. Dieses Teil. So, jetzt müssen wir aber schnell. Huch, es ist glühend. 7 Stück, die nehmen wir auch noch mit. Jetzt habe ich 100, 174. Dann packen wir die da wieder rein. Ja, die lassen wir mal. Kommt die da rein. So. 8 auf die 9. So. Hä? Ich mache mir nur ein paar Quick-Leisten hier. 11, das ist viel zu wenig. 176. Ah, die Quickleisten arbeite ich noch gar nicht so richtig mit. Sag mal, ist. Ist hier eine Wand? Nee, ist keine Wand. Ist eine Wand hier vorne? Vielleicht neben dem Container? Nee. Ja, na klar. Hier? Ja. Uch. Die sehe ich nicht. Kannst du die mal abreißen? Die hier links? Typischer Bug. Ich kann nicht drauf zugreifen. Ich kann sie nicht wegnehmen. Wie, du kannst sie nicht wegnehmen? Das ist ja seltsam. Ich kann sie sehen. Aber mit ich... F, ne? Ja? Gedrückt halten. Ja. Jetzt ist sie weg. Jetzt, mein Gott. Jetzt habe ich sie komischerweise kurz gesehen. Ja. Jetzt ist sie auch wieder da. Ja, jetzt habe ich sie auch wieder hingebaut. Ich habe sie ja nicht gesehen. Okay.
Okay. Ey, es wird Nacht. Jo. Es wird Nacht in Satisfactory. So, Susa. Ja, dich ratzel ich ja auch noch weg, du blöder Baum. So. Was sagt denn die Zeit eigentlich? Das kann ich dir nicht sagen, da wollte jemand anders drauf achten. Ich glaube, es ist Zeit. Nein. Die Eisenrohre kommen aber sehr langsam hier nachgetröppelt. Ja gut, da habe ich jetzt auch alles, was da war, mehr oder minder weggenommen. Und irgendwie stockt das Eisen schon wieder auf dem Band nach oben. Was ist da wieder los? Meine restlichen Schrauben habe ich aber hier, also daran kann es nicht liegen. Na gut, wenn es denn Zeit ist, dann werde ich jetzt mal zu dir rennen. Ach so, weil der eine Konstruktor hier keinen Strom hat. Naja, ich kümmere mich in der nächsten Folge um Kabel und Kanäle. So. Das wird dann Kupferkabel und Kupferdraht und sowas alles. Das müssen wir jetzt halt alles noch manuell machen. So. Eisen fließt wieder, es fließt. Das ist gut und ich kann hier gleich 27. Ah, wir brauchen noch ein paar Röhrchen. Das Ganze müssen wir ja dann quasi nochmal kriegen für Platten. Jo, ich muss mal gucken, wie ich das unten organisiert kriege, dass das nicht miteinander kollidiert und so. Können wir die nicht alle in einen Container leiten? Nee, geht wahrscheinlich nicht. Nee. Wir trennen das mal schön fein säuberlich. Ja, Mülltrennung, ich weiß. Okay, dann lass dich mal blicken, damit wir hier einen ordentlichen Ausstieg hinkriegen. Ja, lass mich noch die eine Wand hier rauszimmern. Tadum. Die noch? Der Zimmermann. Oh, ich habe ja hier die ganz falschen Wände drin, sehe ich gerade. Eine Tür reingebaut, aber es gibt da extra Wände mit... Mit Loch, ja. Mit Loch für die Förderbänder. Das muss ich jetzt noch korrigieren, das tut mir jetzt aber leid. So viel Zeit muss sein. Ah ja. Das heißt, du musst das Förderband aber abreißen und hinterher, so wie du es jetzt machst, wieder anbringen. Und kommst da aber nicht aus dem Fenster raus. So. Cool. Jo. Okay. Dann müssen wir mal gucken, ob das alles so geht. Wow. Ja, vielen Dank. Das ist das Zeichen zum Aussteigen. Okay, das war's bei Satisfactory. Ja, au. Du auch, genau. Du auch, mein Freund. Wir sagen beide Arrivederci, ciao, bye bye und bis zum nächsten Mal. Und nein, nicht. Nein. Ich hole gleich die Kettensäge raus. Mit der kannst du mir nichts tun. Stimmt, das hatten wir ja schon mal festgestellt. Aber ich wollte mal testen, ob man damit auch Wildtiere irgendwie beschädigen kann oder töten kann oder so. Nein. Ich habe die Wand falsch rumgebaut. Guck mal. Das stimmt. Das sieht ein bisschen... Obwohl ich nicht weiß, ob das, was jetzt innen ist... ob das nicht eigentlich außen ist. Ja. Okay, gut. Machen wir das nächste Mal. Gucken wir uns das genau an. In diesem Sinne, macht's gut, bye bye und tschüss. Tschüss.